Freudenbühl. Richtig. Ich hatte hier etwas zu erledigen. Dazu kommen wir gleich. Wir werden erstmal kurz die Stadt ein bisschen erkundigen. Silbermünze. Werden wir den Kollegen mal ein bisschen befragen hier. Oh, ich hätte mich mal ein bisschen regenerieren sollen, vielleicht. Ein verborgenes Objekt. Dieser Zauberer ist eine so ehrliche Haut, dass es nicht anders kann, als seine Tricks im Voraus zu verraten. Er bringt es einfach nicht übers Herz, jemanden zu täuschen. Auf diesem Weg hat er einiges an Berühmtheit erlangt und in letzter Zeit steht seine Ehrlichkeit als Kunstform noch hoch im Kurs. Prunkvoller Dolch. Aha. Mal gucken, ob er hier ein paar Sachen hat hier. Prunkvolle Tiara. Die ist gar nicht mal verkehrt, ganz ehrlich. Die hat nämlich nur physische Verteidigung 5 weniger. Mindestens bei Patizio. Ja. Macht sich bemerkbar bei 2 Leuten. Können wir kaufen. Einmal Temenos und Patizio. Das Kostüm hingegen ist Crap. Wobei. Nee. Nee. Schützendes Armband. Ja, können wir ruhig mal ein paar von kaufen. Warum nicht? So, meine Damen und Herren. Gucken wir mal. Magische Nuss wieder. Da wird sich der gute Oswald freuen. Ach scheiße. Nach dem Kampf. Obwohl, ich kann es auch hier so machen. Mystischen Stab. Machen wir es so. Zack, wieder voll. Können eigentlich auch Analyse machen. Blitz. Das kriegen wir hin. Das dürfte kein Problem sein. Tada! Hehe. Ein namenloser Dichter, der an einer Straßenecke Verse von sich gibt. Tatsächlich ist er ein berühmter Poet, dessen Werk die Ankunft des Altertums auf der ganzen Welt gefeiert wird. Die Gedichte, die er inkognito veröffentlicht, findet ihn indes kaum Beachtung. Oh, schade drum. Sieht aber schon spektakulär aus hier. Was ist das denn hier? Schreinzugang. Gehen wir mal rein. Hm? Ist so eine Art Marktplatz, ja? Okay. Glitzerndes Amulett verringert Lichtschaden. Nehmen wir mit. Antike Münze nehmen wir auch mit. Lichtkraut sowieso. Und auch ihn werden wir verhören. Machen wir mal erstmal die Basics. Feuer. Okay. Gut zu wissen. Versuchen wir mal den Stab, würde ich sagen.
Leider nicht. Oh, dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als hier 8-mal Feuer zu machen. Okay, ich versuch's mal hiermit. Er macht nur einen Feuerball. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Na gut. Machen wir's eh mal so. Kriegen wir hin, Temenos. Halte durch. Ein verborgenes Objekt. Eine Modeschöpferin, die mit ihrem kreativen Kostüm Trends setzt. Sie ist allein verantwortlich für die prachtvolle Bühnenkostüme des Theaters in Neu-Delza. Ihr Einfühlsamkeit und ihr können sie auf der Höhe der Zeit und ziehen die Aufmerksamkeit von Modefachleuten in aller Welt auf sich. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal hier ein bisschen heilen. Oh, Deutsch haben wir nicht. Feuer. Feuer, damit können wir dienen. Das ist kein Problem. Eine Komödiantin, die sich den Umstand zunutze macht, dass Wildlinge immer mehr Bekanntheit in der Welt genießen und daher bei ihren Posen selbst eine Stammesangehörige mimiert, aufgrund ihrer sprachlichen Fähigkeiten. Sie scheint sie irgendwo aufgeschnappt zu haben, durchschaut jedoch nicht, dass sie tatsächlich ein lebhaftiger Wildling ist. Himbeere, seltener Stein, Süßigkeiten. Danke. Kräuterelixier. Time for some questions. Sehr gut, Blitz. Oh dear. Prepare your. So sorry to work.
Oh, danke. Sehr nett. Ein verborgenes Objekt. Eine Apothekerin, die auf alle möglichen Notlagen vorbereitet ist. Ob üble Knochenfrakturen noch einer Schlägerei, heftige Trunkenheit und damit einhergehende Ohnmacht, verstauchte Knöchel wegen wilder Tanzeinlagen, Kollaps aufgrund von Schlafmangel oder verbrannte Mundhöhlen. Durch ungeübtes Feuerspucken am Festplatz brauchen viele Patienten medizinische Hilfe. Und so hat sie besonders in der Nacht alle Hände voll zu tun. Feuerseelenstein, Feuerstein, Seelenstein und Windseelenstein. Oh. Das wird nicht einfach werden, aber wir versuchen es. Gucken wir mal. Analyse. Hey, grüß dich. Lang nichts mehr gehört, du sagst es. Alles gut? Boah. Ah, Gott sei Dank, das haben wir überlebt. Doch, soweit, ich kann mich nicht beschweren. Und selbst? Machen wir mal Analyse. Ah, nichts. Wir haben wirklich nichts bei uns. Wobei, doch, warte mal. Wir haben doch hundertprozentig hier so Windzauber, oder? Da geht doch bestimmt was. Da hier, Windstein. Nehmen wir mal so einen kleinen hier am besten. So. Ah, funktioniert doch. Man muss sich nur zu helfen wissen. Bei mir auch so ein bisschen. Ganz ehrlich, ich musste privat viel erledigen, musste mich um vieles kümmern. Aber ja, passt schon, würde ich sagen. Sehr positiver Stress, mehr oder weniger, oder auch negativer dabei. Aber ja, man will sich nicht beschweren, du weißt doch, wie es ist. Und wie läuft die Schule? Wie lange musst du noch? Der Typ, ne, der ist so stark, ne, aber der kann gar nichts. Der macht ja gar keinen Damage. Umso besser für mich. Haha. Oh, warte. Da sind wir aber vorbei, oder? Da ist er doch. Windseelenstein. Let's go. Ich drück dir die Daumen. Ein Haus Hinoa stammender Künstler, der hier sein Feuerwerk zur Schau stellen möchte. Dazu formt er aus zerschlagenen Seelensteinen Kugeln und feuert diese in die Luft, wo sie herrlich Feuerblüten in den Abendhimmel brennen. Die genaue Zubereitungsweise hält er allerdings streng geheim. So, dann wollen wir alles einsammeln hier. Punktvolles Kostüm. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Ja. Hätten wir uns kaufen können. Sehr gerne, kein Problem. Olive des Lebens. Ah, leider nur normal. Hätte mich gerne über eine befähige Kette. Was ist das denn? Boah. 1000 GP, ja, davon können wir ruhig ein paar mehr haben. Was haben wir hier? Ah, nein, ist es wahr, Freunde, es ist endlich soweit. Mysteriöse Schatulle. Die Buchstaben wie sind auf die Schatulle graviert, du solltest sie zurückgeben. Endlich. Ich habe mich schon gewundert, wer das hat. Wie geil ist das, Freunde? Diese Schatulle? Seit ich sie besitze, bin ich irgendwie... Neben der Spur vielleicht? Du hast sie mir entrissen, oder? Die Schatulle. Hab Dank. Oh, jetzt ist er tot.
So beginnt die Nebengeschichte, das Geheimnis der Schatulle. Geil. Jetzt ist er automatisch K.O. also. Gucken wir mal. Ah, jetzt geht es ihm wieder besser. Studieren. Dieser Jüngling sammelt Gegenstände mit ethischen, fragwürdigen Herkunft. Seit er vor einiger Zeit von einem reisenden Händler eine mysteriöse Schatulle erhalten hat, zieht er unerklärliche Phänomene förmlich an. Für ihn ist das eine notwendiger wie amüsanten Teil seiner Sammelleidenschaft. Danke. Na, ihm geht es auf jeden Fall wieder besser. Das ist schon mal gut. So, meine Freunde. Dann gucken wir nochmal hier. Da können wir noch was stibitzen. Ausgestopftes Spielzeug. Ja, ich werde mich gut darum kümmern. Elementarer Schutz. Anspruchsvolles Buch. Aber mir juckt die Nase, Freunde. Es tut mir leid. Hier. Den müssen wir auf jeden Fall verhören, den Kollegen. Schauen wir mal. Da kommen wir auch mal Analyse. Dann geht es ein bisschen schneller. Na toll, ausgerechnet das, was wir jetzt hier nicht haben. Und Deutsch haben wir auch nicht. Komm schon, Stab. Ah, das haben wir aber. Damit kann ich dienen. Das ist kein Problem. Endlose Dunkelheit. So sorry. Und das war's. Ich hoffe, wir kriegen ein verborgenes Objekt, Freunde. Gucken wir mal. Leider nicht. Ein Gelehrter, der behauptet, die Literatur sei der höchste aller Künste, Gesang und Tanz hingegen verurteilt er aufs Schärfste und sieht sie als schädlichen Zeitvertreib. Die Romane, die er selbst verfasst, sind allerdings weder originell noch künstlerisch, sind sie einfach nur strebenslangweilig. Oh nein. Der Arme. Schlaf. Okay. Time for some questioning. Na, gucken wir mal. Analyse. Sieht schon mal schlecht aus. Aber ich habe zum Glück die Steine da. Davon habe ich mehr als genug. Ah, Stab. Ja, perfekt. Das trifft sich gut. Ich brauche nämlich ein bisschen FP. Dann machen wir hier den mystischen Stab und bekommen ein bisschen FP-Punkte. Ein Unterhalter, dessen Kunststücke darin besteht, absolut regungslos zu verharren. Selbst wenn jemand versucht, ihn zu erschrecken oder sich ihm gar mit einer Fackel nähert, bewegt er sich keinen Zentimeter. Es braucht schon seine Frau und die Kunde von der sicheren Geburt ihres Kindes, um ihn aus seiner Starre zu lösen und zu Tränen zu rühren. Ah, das kenne ich doch noch. Das haben wir sieht man immer an Schauplätzen, bei uns auch.
Am Dom oder sowas, ne? Was gab's das damals auch schon? Oh, was ist das denn hier? Eine Schallplatte mit Musik. Geil. Cool, wir können jetzt neue Musik abspielen. Danke. Zeit für eine kleine Befragung. Ich würde sagen, wir machen mal eine Analyse, um zu gucken, wo die Schwachstelle ist. Ah, sehr gut, Blitz. Mit Blitz kann ich dienen. Blitz ist kein Problem. So, und rein in die Olga hier. War jetzt nur ein Blitz dabei. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, aber jetzt nochmal, komm. Ah, da waren zwei Blitze dabei, Freunde. Sehr schön. Und? Leider nichts. Ein Wandermusiker, den es erstmal hierhin und dann dort wieder hin verschlägt. Er ist auf der ganzen Welt zu Hause. Erst kürzlich erfuhr er von einer als Grammophon bekannter Wundermaschine und ließ daher seine eigene Musik auf eine Schallplatte verewigen. Bedauerlicherweise kann er sich nicht abspielen, weil ihm einfach nicht einleuchten will, wie das Gerät zu benutzen ist. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Prinzipiell erstmal ganz schlecht, wenn man sich etwas zu, wenn man sich etwas kauft, aber dann leider nicht bedienen kann. So ist das halt, ne? Was ist das denn hier für einer? Ah, den beklauen wir auch. Das heißt, beklauen ergibt es ja uns freiwillig, ne? Ist echt geil mit Agnea. Zeit für eine kleine Befragung. Also wir erkundigen jetzt nur die Stadt und danach, werden wir die letzte Kapitelgeschichte angehen, Freunde. Gucken wir mal. Stab, sehr gut. Brauchen wir gar nicht weiter zu gucken. Reicht mir vollkommen aus. Zündung. wo sind das hier? Ach da, mystischer Stab. Ja, ich würde mich immer noch interessieren, wie das mit den Assassinen läuft, Freunde, die wir gerade eben besiegt haben. Wir können die ja rufen, ne? Müssen wir nachher mal gucken. Weil der Händler, der Einzige, der die rufen kann, ist der Händler. Da muss ich aber nachher nochmal vorbeischauen bei den Assassinen. Die waren echt stark, ne? Holla, die Waldfee. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so stark sind. Und jetzt, ein verborgenes Objekt. Na, endlich. Ein Komiker, dessen Markenzeichen es ist, bei seinen Auftritten die ganze Zeit über zu lachen. Das Lachen hat sich regelrecht in sein Gesicht gebrannt. Und mittlerweile ist er auch im normalen Alltag nicht mehr dazu in der Lage, eine andere Mimik aufzusetzen. Wenn er sich für etwas entschuldigt will, nimmt ihm das keine ab. Um zu Krankenbesuche und Beerdigungen kann er auch nicht mehr gehen. Der kommt ein bisschen uncool, ne, wenn du zu der Beerdigung gehst und dort lachst, ne? Ist schon lustig. Bronzemesser. Ah ja. Und? Aber Crap. Oh. Ach du meine Güte. Was ist das denn? Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt hier. Ah, hier haben wir noch einen. Ah, hier. Die nahrhafte Nuss, Freunde. Deswegen mache ich das hier. Die Nüsse, ne? Die bringt's. Ich sag's euch. Sammeln und nachher verwenden. Die sind richtig gut, die Nüsse. Ah, mit Eiszauber kann ich dienen. Das ist kein Problem. Hat funktioniert. Ein Spediteur, der das Handwerkzeug von unterhaltsamen Künstlern transportiert und ausliefert. In seiner Fracht lassen sich für gewöhnlich unersetzliche Sonderanfertigungen, aber auch Gefahrgut wie Feuerwerkskörper finden. Weil er damit Unterhaltung und Wohlstand der ganzen Stadt unterstützt, genießt er trotz der kunstlosen Natur seine Aufgabe hohes Ansehen in der Gemeinschaft. Kritische Nuss. Ah, herrlich.
to work. Prepare you. Oh, super. Ein verborgenes Objekt. Die ältere von zwei Schwestern, die traumhaften zweistimmenden Gesang darbieten als Sophonisten, ist sie über alle Zweifel erhaben. Aber sie ist schüchtern und hat noch nie mit jemand anderem als ihrer Schwester gesungen. Wenn sie alleine singt, wird sie nervös und trifft die Töne nicht richtig. Ohne ihre jüngere Schwester fühlt sie sich einfach nicht komplett. Magische Nuss. Tada. Ich freue mich. Zeit für eine kleine Befragung. Eis, sehr gut. Ach komm schon. Na wenigstens ein Treffer. Die jüngere von zwei Schwestern, die traumhafte zweistimmenden Gesang darbieten, sie ist sehr gesellig und singt öfter mal mit anderen Partnern. Als hochqualifizierte und vielseitige Altsängerin kann sie sich spielend an andere Sänger anpassen. Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt es, sich um ihre ältere Schwester zu kümmern. Da hätte ich aber eine andere Lieblingsbeschäftigung, sage ich dir. Litchi, Korb voller anregenden Pflaumen, nehmen wir. Ah, Eis schon mal, sehr gut. Boah, dreimal Eis hintereinander. Ich sollte Lotto spielen. Ein erfolgreicher Komponist zahlreicher Klassiker, so stammt zum Beispiel Dolcenas Weltwit. Alles sei dir aus seiner Feder. Er schrieb das Lied an dem Tag, an dem seine Tochter zur Welt kam. Der Text spiegelt das Gefühl von Eltern wider, die alles für ihr Kind geben würden. Oh, wie süß. So, die haben wir auch. Die haben wir auch. So, ich würde sagen, hier fehlt noch einer. Ah, Stab. Stab ist wesentlich einfacher für mich. Unwiderstehliche Verführung. Nichts ist so unvorhersehbar wie das Leben selbst, gebe ich dir recht. Eins verdingt sich diese Komödianten als Tänzer doch noch
der Bekanntschaft mit einer humoristischen Wildungsfrau verschrieb sie ganz der Komik. Sie war die Geburtsstunde eines legendären Komikerduos, das eines Tages die Welt im Sturm erobert wurde. Danke. Lassen sich einfacher verführen, ja? So, so. Von diesem Objekt kannst du nicht mehr tragen. Gucken wir mal. Heilkraut wahrscheinlich. So, jetzt haben wir aber alles hier, ne? Genau. Geht's hier irgendwo lang eigentlich? Achso, hier geht's anscheinend tagsüber rein, wa? Nö. Ach, wahrscheinlich muss ich erst die Quest machen. Das kann natürlich gut sein, ne? Ein Mann, der mit seiner Frau um die Welt reist, er war eigentlich noch berufstätig, ließ sich jedoch im Voraus seine Altersabfindung auszahlen und ging das erste Mal mit seiner Frau zusammen auf Reisen. Er möchte ihr gerne etwas Unsichtiges sagen, ist aber zu schüchtern, um unbeholfen, um dies zu tun. Solltest du aber mal machen, mein Freund. Man hat ja schließlich nicht ewig Zeit hier, ne? Oh. Kaufen wir einfach. Wir haben genug Geld. Wir werden das Geld eh nicht mehr ausgeben können. Eine Frau, die mit ihrem Mann um die Welt reist, sie ist sehr gesprächig und redet pausenlos. Tatsächlich leidet sie an einer unheilbaren Krankheit und hat nur noch wenig Zeit zu leben. Ihr Ehemann lud sie deshalb zu einer letzten großen Reise an. Er ist nicht gut mit Worten, aber sie hört ihm aus dem Herzen sprechen. Aber schon, genau. Ah, wer bist denn du? Ein Verborgenes Objekt. Die Mutter eines Jungen, der von einem Leben als Künstler träumt. Sie selbst ist eine ehemalige Tänzerin, die beim großen Reigen aufgetreten ist. Sie weiß aus erster Hand, wie schwierig es ist, Menschen zu unterhalten und kann den Traum ihres Sohnes deshalb nicht bedingungslos unterstützen. Verführerisches Parfüm. Ein Verborgenes Objekt. Ein Junge, der Darbietung der Künstler liebt. Er geht Tag auf den Platz und schaut ihnen mit leuchtenden Augen zu. Er selbst würde auch gerne Künstler werden. Als er das jedoch seiner Mutter erzählte, lehnte diese entschieden ab. Die Traube. Wir haben wieder ein paar Nüsse bekommen. Die Nüsse sind echt wichtig, Freunde. Der Direktor eines Ensembles von 8 Tänzerinnen, diese sind allerdings so gut aufeinander abgestimmt, dass sie eine Verbesserungsvorschläge irgendwann als störend empfanden und ihn schließlich per Mehrheitsausschluss aus dem Übungssaal warfen. Ah ja. So, und hier ist das letzte Objekt. Taschentuch. Naja, immerhin. Tipps und Tricks für Diebe, geil. Ein Soldat, der die Hauptstraße bewacht, das gibt jedenfalls vor, und aber in Wahrheit ist er ein Taschendieb. Zu seinem Leidwesen gibt es jedoch ständig Probleme, zu denen er
gerufen wird. Und so verbringt er seine ganze Zeit, damit Menschen zu helfen, anstatt sie zu bestehlen. Geile Sache. Was hat er denn? Soldatenspeer. Nimba. Blitzzählenstein. Leerer Münzbeutel. Danke. Du hast eine größere Erfolgschance beim Stehlen von Objekten in dieser Stadt. Oh, wir wären ganz schön arm hier, ne, wenn wir das machen. Aber ist nicht schlimm. Ein alter Mann, der als Meisterjäger bekannt ist, er weiß, das heißt, er jage nach einer besonderen Methode, die jedoch niemand im Detail kennt. Da er sie spät nachts und allein ausübt, da er keine Schüler hat, wird er seine Geheimnisse wohl für immer mit ins Grab nehmen. Das ist natürlich schade, Freunde. Ähnlich wie mit Kochrezepten, ne? Kennt ihr doch bestimmt auch, das ist echt eine furchtbare Schande. Würziges Bier. Ah ja. Ah, 24% ist nicht viel, Freunde. Aber ich bin da hartnäckig. Noch einmal. Geht doch. Ein verborgenes Objekt. Ein alter Mann, der einst als großer Schauspieler gefeiert wurde. Er begeisterte das Publikum auf zahlreichen Bühnen, zerstritt sich aber mit seiner Dramaturgin, seitdem er in der Theaterwelt nicht mehr präsent und führt seine Stücke allein im örtlichen Wirtshaus auf. Also schnell kann es gehen, ne? Gut. Oh, Platinhelm. Ein junger Mann, den es hierher verschlagen hat, nachdem seine Träume geplatzt waren. Er scheint einen großen Rückschlag litten zu haben und bindet das mit Schmerz erfüllten Gesicht auch gerne jedem auf die Nase. Wenn ihn aber nach den genaueren Hintergründen fragt, schweigt er beharrlich. Ein Bäcker, der schon seit vielen Jahren in der Stadt sein Brot backt. Er hat keinen Laden, sondern liefert das Brot direkt an die Kunden oder verkauft es auf der Straße. Seine originellen belegten Brote und süßen Teigwaren sind auch bei Besuchern von außerhalb äußerst beliebt. Also ein bisschen Hunger habe ich auch, wenn ich ehrlich bin. Oh, kritische Nuss, Freunde. Nice. Weizenbrot. Ein verborgenes Objekt. Die Tochter eines Bäckers, dessen Brot bei Besuchern als Reiseproviant und Mitbringsel sehr beliebt ist. Sie unterstützt ihren Vater, indem sie ihm beim Straßenverkauf hilft. Gutes Mädchen. Oh, Kristalldolch. Obsidiandolch. Und physischer Angriff. Diamantendolch. Oh, nice, Freunde. Da muss ich aber mal ganz kurz gucken hier, ob wir da was vielleicht benutzen können. Leider nicht. Oh, schade. Der Diamantendolch war schon nah dran. Platinhelm vielleicht? Nö. Habe ich mir schon gedacht, dass wir hiervon nichts benutzen können. Neue Ausrüstung zu verkaufen. Ein Händler, der seine Waren begleiten, von einem wahren Wörterschwall und anschaulichen Demonstrationen Fail bildet, von seinem sonderangefertigten Messer mit der extra scharfen Klinge soll er an einem einzigen Tag mal 300 Stück verkauft haben. Er hat viele Bewunderer, die schon allein deswegen zu seiner Vorführung kommen, um ihn einfach reden zu hören. Neue Ausrüstung zu verkaufen. Ein verborgenes Objekt. Ein in Neu-Delzer arbeitende Modeschöpferin. Sie besucht ihre Heimat das erste Mal seit mehreren Jahren und prahlt vor ihren Jugendfreunden von dem herrlichen Leben in der Großstadt. Tatsächlich hat sie das Leben in der Metropole satt und bereut, es zutiefst jemals aus der Heimat weggezogen zu sein.
Umhang der Flinkheit. Eisseelenstein. Haarbürste. Gucken, was er hatte zu verkaufen. Oh ja, hier. Kunst des Schießens. Der Bogen ist interessant für Patizio. Können wir machen. Kunst des Verschleierns. Sehr interessant. Oh ja. 90 FP. Oh ja, das sieht nach etwas Gutem aus hier. Aber nee, Angriff geht runter bei Oswald, das kann ich nicht machen. Agnea, aber für Temenus und für Patizio. Können wir zweimal kaufen, ja. Das lohnt sich. Auf jeden Fall. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles, ne? Speichern wir mal ab. Gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwo... Achso, hier geht's noch weiter. Nicht farm. Ja, das ist natürlich blöd, ne, wenn wir das hier kaufen. Das kostet echt ein Vermögen. Ein umherziehender Schurke, der geschickt Frauenherzen erobert und sich ihren Häusern einschleicht. Sein unaufrichtiges Verhalten erinnert an ein liebeshungriges Kind. Ein von der heiligen Flamme delagrierter Inspektor, als die Stadt für ihre Ausdrucksvielfalt bekannt ist, entsteht in Freudenbrühl nur allzu leicht ein Nährboden für sich. Als kunstgerierende Känzerei der heiligen Flamme ist durchaus einen gewissen Ausdrucksfreiheit gelegen. Doch beobachtet sie mit peinlicher Sorgfalt, wo Ketzerei ihre Knospen treibt. Wir könnten noch was kaufen, ne, bei ihm. Okay. Weiß gar nicht, warum ich die Leute hier bezahle dafür, dass sie mir ihre Sachen geben. Ich könnte ja eigentlich auch so einfach beklauen. Haben wir alles, ne? Habt ihr noch bestimmt mehr Geld gegeben, als das überhaupt wert ist hier. Bekannter und überaus einflussreicher Dramaturg, der der Theaterwelt zahlreiche Meisterwerke hinterlassen hat. Er ist zweifellos ein Genie, aber auch für seine Arroganz, Gewaltausbrüchen und den abschätzigen Umgang mit Menschen bekannt. Besonders gegenüber Frauen soll er sich in dieser Hinsicht nicht mit Ruhm bekleckern. Oh, sorry. So, legen wir uns mal hin. Danke. Hier waren wir auch, genau. Eisnachlass im Gasthaus. Eine Frau, die im Wirtshaus arbeitet, sie wandte sich im Namen ihres Großvaters, eine Schauspieler, an den Besitzer und verschaffte ihm so die Erlaubnis, in einer Ecke der Schenke seiner Stücke aufzuführen. Seitdem freut sie sich jeden Abend sehr auf seine Solo-Auftritte, mehr als jeder andere. Vor 10 Jahren war dieser Mann in vielen Teilen des Landes ein gefeierter Sänger. Die große Theater Königshauer und Adligen liebten ihn und überhäuften ihn mit exorbitanten Gagen. Aber der Erfolg stieg ihm zu Kopf und irgendwann verfiel er dem Alkohol. Die schöne Stimme, die all dem so gelobt hatte, ertränkte er gleich mit. Ah, scheiße. Kritische Nuss, jawohl. Sehr schön.
Vergessener Hut? Nee. Der soll es nicht sein. Eine Frau, die Dramaturgin werden möchte, trotz aller zahlreicher Bemühungen, war ihr dieser Traum bislang verwehrt geblieben. Doch vor kurzem wurde sie als Lehrling von einem Dramaturgen angenommen, den sie sehr bewundert. Jetzt sprudelt sie wieder über vor Motivation. Den lebenden Nuss. Oh, FP. Das ist gut. Da kann ich gar nicht genug von haben. Litschi-Genuss. Egal. Alle Nüsse einsammeln, Freunde. Ganz wichtig hier. Federschild. Wie bitte? Ein verborgenes Objekt. Dieser junge Mann steht kurz davor, seine langjährige Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Leider arbeitet sie in der letzten Zeit so hart daran, eine professionelle Dramaturgin zu werden, dass sie kaum eine freie Minute für ihn hat. Jetzt dürfen wir aber alles abgeklappert haben hier. Ah, der fehlt noch. Oder die. Ein verborgenes Objekt. Eine Frau, die in Freudenbrühl geboren und aufgewachsen ist, mittlerweile ihre eigene Familie hat, ihrer Jugendfreundin erzählt sie ihr oft von der Großstadt, doch sie tut dann immer, als interessiert sie das nicht. In Wahrheit schämt sie sich für sich selbst und bedauert zutiefst, das Leben außerhalb der Grenzen ihres Dorfes nicht zu kennen. Oh, das ist natürlich schade, ne? Verringert Windschaden erheblich. Oh ja, können wir gut gebrauchen. Irgendwann mal. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken. Hier ist ein Schatz gewesen. Artikulierstein. Bewahrt vor Verstummung. Ah, hier ist auch noch ein Objekt. Launisches Blatt. Und was haben wir hier? Ah, da haben wir die Taschen schon voll. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier abspeichern und gucken wir erst.